Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute nochmal in den Ritterhorst Magic Park Pferden und das wird eine interessante Nummer. Ja, also viele möchten ja immer, dass ich aus den ganz großen Parks berichte. Nein, auch die kleinen haben was zu bieten. Das werde ich euch heute beweisen und euch noch viele andere Sachen erzählen. Zum Beispiel, ich will es jetzt nicht zu reißerisch gestalten, aber nur mal der Info halber, zum Beispiel mal ein kurzes Wort zum Achterbahnunfall im Frühjahr 2019. Wir reden aber auch über den neuen Trackless Dark Ride. Was heißt neu? Also Dreivierteljahr, ein Jahr steht der jetzt da. Generell über Freizeitparks von nur geringer Größe, warum die auch so einen Spaß machen können. Und ich habe noch ein paar Kindheitsanekdoten zum Thema zu bieten. Also ich versuche euch heute mal wieder so richtig zu unterhalten. Wünsche bei dem Video viel Spaß und los geht's. Ja, ihr Lieben, der Ritterhorst Magic Park Pferden oder jetzt im Folgenden einfach nur Magic Park von mir genannt, das ist einfacher und kürzer, ist ein kleiner Freizeitpark. Das heißt aber nicht automatisch, dass er nur wenig Fahrgeschäfte besitzt. Nein, gerade im Segment Karussells und Rundfahrten stehen da wahnsinnig viele Sachen. Auch vorne im Park, direkt nach diesem schönen Burgbereich, der ja auch das Eingangsportal bildet, kommst du links auf so eine Art, ja, es sieht ein bisschen aus wie Rummelplatz. Also da sind viele mobile Fahrgeschäfte, auch ein kleiner Freifallturm, daneben gleich ein Contiki. Also das fängt schon mal die ersten Familien ab. Die Fahrgeschäfte sind alle von Beginn an betriebsbereit und du kannst da schon mal Spaß haben. Auf der rechten Seite kommt dann so ein richtig schöner Spielplatzbereich mit einer Mattenrutsche und dann auch ein Holzspielplatz mit ein paar Steilrutschen. Wenn du dich ein bisschen weiter nach hinten durcharbeitest, kommt ein See, da geht eine schicke Hängebrücke rüber. Also du kannst halt eben auch ohne Fahrattraktion hier schon sehr viel erleben und auch verwinkelte Pfade einschlagen. Das ist wirklich toll. Nichtsdestotrotz hat er auch einige Großattraktionen. Wir reden hier nicht von Großattraktionen im Stile von Silverstar oder Colossus. Hallo, wo soll denn das hin? Passt da ja nicht. Geht nicht. Nein, aber Großattraktionen, die haben zum Beispiel ganz hinten rechts im Park eine kleine Wasserbahn. Und die fand ich richtig gut. Ja, sie ist klein. Sie ist jetzt nicht ganz so klein, wie das immer irgendwo geschrieben stand. Also 3 Minuten Fahrzeit hast du auch. Das war völlig ausreichend. Du fährst, weil du dich ja wirklich in der hintersten rechten Ecke des Parks befindest, durch so ein Waldgebiet. Und ich stelle mir das auch gerade in den ganz heißen Sommermonaten richtig angenehm vor, wenn das da schattig ist. Also du kühlst dann nicht nur durch das Spritzwasser ab, sondern einfach nur durch diese Fahrt durch den Wald. Da kommt keine Sonne groß durch. Es ist wirklich sehr angenehmes Klima. Dann hängen da immer noch mal so ein bisschen die Äste vom Wald in die Fahrrinne. Also jetzt nicht so, dass du da durchfährst und dir das Gesicht verkratzt. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber das Blätterwerk kommt so ein bisschen manchmal an dein Haupthaar ran. Und ja, das ist schön. Die Bahn schaukelt. Also das Boot schaukelt. Natürlich kippst du nicht um. Irgendwann kommt ja die Rolle vom Einbaum unten an die Fahrrinne, dann schaukelt es natürlich nicht mehr. Aber eine kleine Gewichtsverlagerung reicht aus und du schaukelst. Das fand ich sehr lustig. Zeigt ja auch, dass die Fahrrinne ordentlich mit Wasser befüllt ist. Bei vielen anderen Wasserbahnen sind die ja so geizig mit dem Wasser, dass du ja mehr fährst. Also du merkst ja ständig, wie die Rollen unten auf dem Boden aufsetzen und du schwimmst da eigentlich gar nicht. Da im Magic Park bist du geschwommen. Und es kommt dann zwar nur ein Lifthill, aber der ist dann auch ausreichend hoch, es geht einmal runter, du wirst nass, 180 Grad Kurve zurück in die Station und diese schöne Fahrt ist vorbei. Ich bin schon deutlich größere und auch wesentlich bekanntere Wasserbahnen gefahren, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, muss man auch mal sagen. Also manche Bahnen, es sind nicht viele, aber einige wenige, haben dann so gar keinen Charme, doch die im Magic Park hatte das. Neben der Wasserbahn steht die eiserne Schlange. Das ist die einzige, ja, für die Parkverhältnisse große Achterbahn, möchte man sagen. Eine Ziererachterbahn, Modell Tivoli Large, im Volksmund ja eher als Marienkäferbahn bekannt. Das ist tatsächlich die ehemalige Seeschlange, die von 1977 bis 1992 im Hansapark Sierksdorf stand, der ja damals auch noch größtenteils Hansaland hieß, zumindest bis zum Jahre 87. Sie ging dann 92 weg, wurde aber weiter betrieben, 10 Jahre lang in Dänemark und kam dann zurück, ja, fast zurück an ihren ehemaligen Standort, denn weit entfernt ist der Hansapark vom Magic Park aus ja nicht mehr. 2003 hat dann der Magic Park
die ehemalige Seeschlange unter dem Namen Eiserne Schlange wiedereröffnet. Ja, und bevor ihr es in den Kommentaren tut, möchte ich hier gleich mal auf den Achterbahnunfall am ersten Saisontag 2019 zu sprechen kommen. Ich werde allerdings nur Fakten ansprechen und dann vielleicht mal so ein kleines Gedankenspiel mit auf den Weg geben. Also, die Achterbahn ist damals am Saisonstart 2019 entgleist. Ein Waggon ist entgleist. Das heißt, es muss ja irgendwas unter dem Waggon gebrochen sein, sodass das Räderwerk die Schiene nicht mehr umklammert hat. Natürlich fällt der Zug nicht gleich von der Strecke, denn über die Kupplungen wird dieser Waggon ja noch von den anderen Waggons gehalten und mitgezogen. Aber das Ganze schleift natürlich auf der Schiene, die Bahn verliert an Tempo, hat dann einen Hügel quasi nicht mehr geschafft, rollte zurück, stand dann aber sehr bodennah, pendelte sich aus und ja, einige Fahrgäste waren natürlich mit an Bord, die gerieten, in Panik möchte ich jetzt nicht sagen, aber die haben dann schon sehr kühn reagiert. Das war ein Familienpapa, der hat eben seine Kinder auch so schnell wie möglich aus dem Fahrgeschäft rausbuxiert. Und ja, also kann man ja alles heute noch nachlesen. Ein bisschen bitterer Beigeschmack war dabei, weil wohl auch andere Sachen da, ja, mehr oder weniger ausfielen. Dann wurde das so hochstilisiert in den Medien. Ja, eine Hüpfburg kollabierte. Also, eine Hüpfburg kollabiert nicht. Die macht nicht. Da ist ja ein Luftkissen. Ja, also wenn da irgendwo ein Leck ist, dann entweicht natürlich so viel Luft, und zwar mehr Luft, als nachgeführt wird. Dann sackt das ja langsam in sich zusammen. Und da so eine Hüpfburg ja aus Kunststoff besteht, erdrückt das ja niemanden. Also da besteht ja nicht unmittelbar Gefahr für Leib und Leben. Eine Hüpfburg ist aus solchem Kunststoff, da kann ein Leck entstehen, die kann zusammenfallen. Das ist so, das ist nichts Schlimmes. Es gab dann wohl auch Probleme auf anderen Fahrgeschäften, zum Beispiel auf der Drachenbahn. Damit meinen die, glaube ich, diese Einschienen-Hochbahn zum Selbertreten. Ja gut, was kann da passiert sein? Also du trittst ja selber. Kann ja höchstens sein, dass halt dann dieser Kettenzug gerissen ist. Also ist ja wie so eine Art Fahrradkette, stelle ich mir das vor. Dass da irgendwas defekt war und die dann über dem See festhangen. Wenn natürlich gerade überall im Park Probleme sind, dann kann es auch mal ein bisschen dauern, bis dann Mitarbeiter Zeit hat hinzugehen. Zumal die sehen das ja vielleicht gerade nicht unbedingt, wenn die eh schon alle Hände voll zu tun haben. Dann muss denen ja erstmal einer Bescheid sagen, dann musst du dich ja erstmal bemerkbar machen. Dann geht vielleicht ein anderer Parkgast los und sucht einen Mitarbeiter. Und das dauert halt alles schon mal einen Moment. 40 Minuten, ja, ist sicherlich lang, ist zumindest auch für den lang, der da oben im Fahrgeschäft auf Hilfe wartet. Aber es macht doch keiner mit Absicht. Ja? Vielleicht ist aber auch im Blockbereich irgendwas stehen geblieben, denn der Blockbereich vorm Bahnhof ist ja halt elektrisch, also da wirst du ja automatisch dann weitergezogen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Also das fand ich alles nicht so dramatisch, wurde natürlich dann hochgespielt von der Presse. Aber was sicherlich nicht lustig ist, ist eine entgleiste Achterbahn. Also das muss ich ganz klar sagen, und das sieht mit Sicherheit auch der Parkbetreiber so. Das kann man nicht schönreden, das sind Fehler, da muss man zu stehen. Oder besser gesagt, das sind Unglücke. Denn die Bahn war ja frisch getüfft, wie man immer so schön sagt. Also der TÜV hat da ja gerade drüber geguckt und sein Siegel vergeben. Und Leute, da wird auch nicht gemauschelt. Das ist wirklich ein Mehrstuhl. Also da sind Hunderte, manchmal sogar tausende Punkte bei großen Achterbahnen, die da abgearbeitet werden müssen. Und das dauert mehr als 2 Stunden, das könnt ihr glauben. Das dauert manchmal mehrere Tage. Wie das jetzt bei so einer Marienkäferbahn ist, weiß ich nicht. Aber bei den großen Achterbahnen dauert das mehrere Tage. Der TÜV ist da wirklich tagelang vor Ort, um diese ganzen Fahrgeschäfte zu prüfen und abzunehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, ja, dieses TÜV-Siegel ist ein Gütesiegel und bietet wirklich das allerhöchste Maß an Sicherheit. Warum das dann passiert ist, das hat natürlich für lange Gesichter und enorm große Fragezeichen gesorgt. Das ist das, was ich noch weiß. Und jetzt das, was ich eben am Anfang sagte, ich gebe euch mal so einen Denkanstoß mit auf dem Weg. Der Magic Park hieß ja früher, also bis zum Jahre 2018, einfach nur Magic Park Pferden oder Magic Park oder wie auch immer. Er ging dann ja die Kooperation mit der Ritterrost-Gruppe ein, die gehört dem Carlsen Verlag. Und mit Beginn der Saison 2019 durfte er sich dann Ritterrost Magic Park Pferden nennen. Also genau an diesem Stichtag begann diese Kooperation mit einer möglichen rosigeren Zukunft, mit neuen Investitionen, natürlich auch mit einem neuen Design. Man sieht das ja heutzutage schon am ganzen Design des Parks, man sieht das ja auch an der sehr gut aufgestellten Website und so weiter. Da ist ja schon ein bisschen was passiert. Warum
passiert so eine Unglücksserie ausgerechnet an so einem Tag, wo eine neue Kooperation beginnt, das ist extrem auffällig. Mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen. Das gebe ich euch mit auf den Weg und ihr könnt damit jetzt machen, was ihr wollt. So, also zurück zur Achterbahn, und zwar zur Achterbahn im funktionierenden Zustand. Sie macht Spaß, sie ist schön. Sie hat natürlich für einen Park dieser Größe auch eine vernünftige Kapazität. 20 Leute, glaube ich, passen. Ach nee, noch mehr. Das sind ja 20 Waggons. 40 Leute passen rein. Also die schaffen ordentlich Menschen weg mit so einer Fahrt. Kapazität also gut. Hinzu kommt dann auch die relativ lange Fahrzeit von, ja, 3 bis 4 Minuten. Ne? Pro Fahrt machen die nämlich gleich 3 Runden. Und wenn es dann doch mal voller werden sollte, dann kannst du das halt eben auf 2 Runden reduzieren. Die Leute sind dann trotzdem glücklich, kriegen eine ordentliche Fahrzeit und es geht dann aber gleichzeitig auch schneller voran. Also für einen Park dieser Größe ist das Fahrgeschäft schon wirklich optimal geeignet. Ich fahre sie auch immer wieder gern. Ich habe im Vlog schon angedeutet, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie viele Marienkäferbahnen ich mittlerweile schon gefahren bin, aber ich fahre sie immer wieder gerne und ich sammle sie auch gerne, sage ich ganz ehrlich. Ja, dann nochmal weiter links geht es zu einem Tierbereich. Der Magic Park hat nicht nur Fahrgeschäfte, er hat auch noch ganz viele andere Sachen zu bieten, auf die ich jetzt zu sprechen komme, nämlich einmal einen Tierbereich. Er hat jetzt nicht solche engen Tiergehege, wo irgendwelche Exoten gehalten werden. Das finde ich auch ganz gut. Da gibt es ja auch noch leider so ein paar andere Parks, die genau das so handhaben. Nein, der Magic Park nicht. Du hast da ein ganz, ganz großes Streichelgehege. Also da ist wirklich enorm viel Platz. Da hast du Ziegen, Schafe, Enten, Alpakas. Alle zutraulich. Alle sehen da auch sehr glücklich und gechillt aus. Ich bin ja mit der Kamera auch durchgegangen. Kannst euch ja mal ein bisschen einblenden. Ich persönlich mag das immer sehr gerne, wenn ein Freizeitpark auch so ein kleines Angebot an Tieren hat. Ich mag das. Ich bin da gerne zwischendurch, verbringe da nochmal 15, 20 Minuten. Es ist halt einfach nochmal ein Angebot, was auch bei vielen Gästen gerne ankommt. Jeder geht da mal rein und guckt und streichelt ein Tier. Und ja, es ist einfach schön, wenn die dann auch zutraulich sind, mal rankommen, dich vielleicht auch mal ein bisschen ärgern oder so. Ich mag das. Na, und dann gehst du halt nach 20 Minuten, sage ich jetzt mal, wieder glücklich aus dem Streichelgehege raus. Und dann guckst du weiter, was der Park sonst noch zu bieten hat. Ja, dann ist da hinten noch eine Oldtimerbahn und ach, so viele Sachen, Leute, wirklich. Ihr findet da immer wieder auch kleinere Fahrgeschäfte und obwohl der Park nicht groß ist, habt ihr viele verwinkelte Wege und könnt immer noch mal was Neues entdecken. Ganz toll. Der Magic Park Verden ist Teil der deutschen Märchenstraße. Das ist eben halt, ja, also es gibt so einige Einrichtungen, die gehören zur sogenannten deutschen Märchenstraße. Da kannst du eben solche Märchensachen erleben. Jedenfalls gibt es im Magic Park ein großes Waldgebiet. Wenn du von der richtigen Seite reingehst, hast du links auch nochmal so ein Wildtiergehege, aber auch ein ganz großes. Und auf der rechten Seite kommt dann immer mit einigen Abstand, also du kannst auch wunderbar spazieren gehen, immer solche Aufbauten, solche Märchenaufbauten. Kennt man ja aus Märchenwäldern. Schick gemacht, sehr detailverliebt, auch relativ groß, sehr fotogen, du kannst da Aufnahmen machen. Und natürlich dann auch mal mit beweglichen Figuren, die du allerdings meistens gar nicht auf Knopfdruck startest, sondern da gibt es dann halt, wie ich habe das nicht so ganz kapiert, du musst erstmal durch den Eingang selbst wirklich reingehen, durch den richtigen Märchenwaldeingang und dann aktiviert sich das halt alles irgendwie. Mit Musik, mit richtigen Märchenerzählungen und dann bewegen sich Figuren und man kann das wunderbar aufnehmen. Es ist schön. Ich nutze das auch mal für einen kurzen Waldspaziergang, aber du musst natürlich so ein Märchenfan sein, um da vollauf begeistert zu sein. Ich finde es aber gut. Ich mag das in Freizeitparks, denn das lockt nochmal andere Menschen an. Ja, es gibt Leute wie mich, die halt wegen der Fahrgeschäfte hingehen. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Leute, die auch wegen sowas dahin gehen, auch wegen dem Showprogramm. Auch einfach nur wegen, was weiß ich, um mit der Familie einen schönen Tag zu haben, die aber nicht unbedingt immer gleich die Achterbahn fahren müssen oder so, so wie ich halt, ne? Wir kommen mal zum Punkt Gastronomie, bevor ich jetzt wieder zu den Fahrgeschäften zurückkehre. Da war ich sehr überrascht. Gastronomie, also gut, natürlich primär Schnellimbiss-Sachen, aber die haben auch ein Restaurant, wo du richtig am Tisch bedient wirst, wo du neben diesen Schnellimbiss-Sachen auch noch andere Sachen kriegst, zum Beispiel eine Ofenkartoffel oder, ach, keine Ahnung, so ein paar andere Dinger, wirklich, wo du halt auch mal ein bisschen was Leichteres kriegst, zum Beispiel. Trotzdem, wir haben uns wieder, weil wir dann auch satt werden wollen, Currywurst-Pommes bzw. Currywurst-Brot und meine Tochter hat Chicken-Nuggets-Pommes bestellt. Lecker, super. Ich habe für meine Currywurst 5,90 bezahlt. Das war völlig in Ordnung, die Wurst war in Ordnung. Die Tomatensoße war richtig lecker, oder diese Currysoße. Die sieht im Vlog, ich blende euch mal kurz ein, extrem rot aus. Ich kann euch beruhigen.
in der Nachbearbeitung lege ich auf die ganzen Filme immer so einen Zelluloid-Rotstich drauf, um so einen gewissen Filmlook reinzukriegen. Das mache ich seit ungefähr einem Jahr. Die Farben bleiben da eigentlich auch immer sehr natürlich. Nur bei dieser Soße ist mir das erstmalig aufgefallen, die wurde so richtig blutrot dann im Film. Ich kann euch beruhigen, also so sieht die nicht aus. Ja, die sah schon ganz normal wie eine Currysoße aus. Hat wirklich sehr gut geschmeckt. Und auch die Pommes waren nicht lätschern, die waren knusprig, also absolut tipptopp, kann man nicht anders sagen. Das Trinken war gut, der Kaffee war gut, den ich da noch getrunken habe. Meine Tochter ist bei Chicken Nuggets auch sehr wählerisch. Da gibt es schon einige Parks, wo sie da immer nur angeknabbert hat und dann blieben die meisten doch liegend. Nein, hat sie aufgegessen im Magic Park. Also sehr schön. Man hat da, dich habe ich aber erwischt. Man hat da an der Stelle auch gemerkt, dass der Park doch zum Thema Nachhaltigkeit sich schon viele Gedanken gemacht hat. Das fiel mir wieder auf an diesem ganzen Holzbesteck, was da ja wie in vielen Parks mittlerweile angeboten wurde. Das fiel auch schon ganz zu Anfang unseres Besuchs auf, nämlich auf dem Parkplatz, wo wir unsere Autos alle unter so eine Art Carport stellten. Also die standen dann überdacht, sie standen kostenlos überdacht und oben auf den Dächern waren Photovoltaikanlagen. Und wie ich ja letztens in einem Video zur Nachhaltigkeit schon sagte, die Parks sind mittlerweile alle Selbstversorger geworden, ziehen also keinen Strom vom örtlichen Stromnetz ab oder so. Und diese ganze Energie produzieren die natürlich über erneuerbare Energien, keine Frage. Sehr löblich. Und man hat das an der einen oder anderen Stelle immer wieder gesehen, dass auch der Magic Park wirklich zum Thema Nachhaltigkeit schon einiges investiert hat. Wirklich sehr gut. Das war auch nicht so überfettet, das Essen oder so. Nee, das war, also kann man nur empfehlen. Ihr könnt da tatsächlich beruhigt hingehen, denn gerade in den kleineren Parks ist ja das gastronomische Angebot beziehungsweise auch die Qualität und der Geschmack immer ein, ja, immer noch großes Problem. Da nicht. Also auch da Daumen hoch, wirklich. So, was haben wir gehabt? Wir haben jetzt gehabt Wasserbahn, Achterbahn haben wir gehabt, wir haben den Märchenwald gehabt, die Tiere und die Gastronomie, viele kleine Sachen natürlich, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Wir kommen jetzt mal zu einer Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, die ich mir jetzt bewusst so eher Richtung Schluss aufgehoben habe. Der Magic Park Verden hat Deutschlands einzigsten Trackless Dark Ride. Also erstmal, er hat überhaupt einen Dark Ride, ja, es gibt ja Parks, die da ganz gewaltig hinterher hinken. Es gibt auch Parks, die primär über ihre Dark Rides berühmt geworden sind, zum Beispiel der Efteling, ja. Und da in der Efteling steht der beispielsweise Symbolica. Das ist ja hier in der Region der bekannteste und ein sehr großer, pompöser Trackless Dark Ride. Was heißt das? Dark Ride, also eine Dunkelfahrt, eine Themenfahrt. Trackless heißt streckenlos. Diese Fahrzeuge fahren auf keiner Schiene. Sie fahren auf dem blanken Boden. Wenn du guckst, unter diesem transparenten, glatten Boden siehst du natürlich Drähte. Vorne am Fahrzeug dran, ganz unten, das sieht der Fahrgast nicht, sind natürlich Sensoren und hast du nicht gesehen, die registrieren diesen Draht und folgen ihm. Aber das Fahrzeug ist in alle Richtungen dreh- und schwenkbar und fahrbar und kann vor-, zurückfahren, alles. Wunderbar. Und anhand dieses Drahtes orientiert sich das Fahrgeschäft. Das ist natürlich eine ausgefeilte Sensortechnik. Darüber hinaus ist eine intelligente Programmierung am Werk, ganz klar. Gerade an Kreuzungspunkten beispielsweise könnte es sein, dass der Sensor dann mal der falschen Schiene folgt. Deshalb wird vor Kreuzungspunkten beispielsweise der Sensor kurz ausgeschaltet. Das Fahrzeug tuckert ein paar Zentimeter quasi führungslos weiter. Und dann weiß das Fahrzeug aber, okay, jetzt habe ich diesen Kreuzungspunkt überquert. Jetzt kann der Sensor wieder anspringen, sucht dann die Schiene und rastet quasi wieder ein. So muss man sich das vorstellen. Ja, so ein Dark Ride, gerade so ein Trackless-System von ETF, ist natürlich nicht ganz billig. Der Magic Park hatte Glück, der konnte das von den Bavaria Studios kaufen. Dementsprechend, die Bahn ist schon von 2011, also beziehungsweise die Gondeln sind schon von 2011. Der Park konnte das günstig erwerben und hat dann mit ganz viel Liebe diesen Dark Ride selbst gestaltet. Die haben sich 5 Drachenskulpturen nochmal gekauft, klar, aber es ist auch wahnsinnig viel, ich will nicht Krimskrams sagen, aber viele Habseligkeiten von Mitarbeitern, die irgendwo noch auf dem Dachboden gefunden haben. Die haben im Freundeskreis, in der Verwandtschaft rumgefragt. Jeder hat was zu beigesteuert. Also das ist auch eine unglaublich persönliche Sache, dieses Projekt. Also wirklich, das hat mich unglaublich fasziniert.
Und gerade der Geschäftsführer Bastian Lampe hat da ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt. Das merkt man wirklich. Bastian Lampe, nur mal so by the way, kennt man ja eigentlich eher so aus dem Heidepark. Gut, da ist er nicht mehr. Ich will da jetzt nicht drauf rumreiten. Aber so richtig bekannt wurde er ja damals beim Bau vom Flug der Dämonen im Heidepark. 2013, 2014 hat die Bahn dann aufgemacht. Da hat er ja damals, also er war ja maßgeblich am Bau beteiligt, einmal das, und dann hat er ja auch auf YouTube immer diese ganzen Baublogs kommentiert und das auch wirklich immer, es war immer sehr interessant, er konnte das auch richtig gut erklären und man hat gemerkt, er ist da so mit vollem Herzen bei der Sache. Ein paar Jahre später dann dasselbe ja beim Retracking von Colossos, da war er ja auch wieder maßgeblich beteiligt, hat da den Baublog kommentiert und dann auf einmal habe ich ihn irgendwann auf YouTube gesehen als Geschäftsführer vom Magic Park, wo ich auch dachte, okay. Und viele haben sich ja auch gefragt, Mensch, Alter, du hast solche Großprojekte betreut, was machst du da? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Ist doch seine Angelegenheit. Ich kann das aber auch wirklich verstehen. Irgendwie, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Man wird ja im Laufe des Lebens nicht jünger, man wird leider immer älter. Man hat dann irgendwann auch schon vieles gesehen. Und nach vielen Superlativen reizt dich dann auch mal wieder was anderes. Und ich meine, hallo, Geschäftsführer von einem Freizeitpark zu sein, das ist doch was. Oder etwa nicht. Ne? Zumal er sich jetzt hier auch gerade wieder verwirklichen konnte mit so einem Projekt. So ein kleiner Park mit geringen finanziellen Mitteln ist schlicht und einfach auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als da irgendein technisches Problem zu lösen. Sage ich jetzt mal einfach so. Bin ja kein Ingenieur. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es da viele ähnliche Beweggründe gibt, weshalb man dann so einen Wechsel einfach mal macht. Was da letztendlich hintersteckt, das weiß ja auch niemand. Ist ja seine private Angelegenheit. Also ich finde, man kann sich dann zwar immer kurz wundern, aber lasst die Leute doch bitte machen, solange sie ihre Sache gut machen. Ja? Im Wald. Ich bin ganz, ganz hinten, Schatz, in den Brennnesseln. Hör ich nicht. Na, dann musst du hierher kommen, ganz nach hinten, ja? Ja, dann musst du den Steg verlassen, nach links. Und dann musst du hier ganz weit reingehen in den Wald, hinten in den Brennnesseln. Bis kurz vor die Tischlerei. Ich höre das nicht hier, Schatz. Komm doch mal zurück. Ja, tschüss. Meine Frau hat keinen Schlüssel. Jetzt sucht die mich hier im Wald. Ist ja süß, sie hat mich nicht gefunden. Mal gucken, dann kommst du gleich dazu. Ja, Drachenmagic heißt dieser Trackless Dark Ride übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und also die arbeiten schon mit vielen interessanten Sachen, das mich wirklich an meine Kindheit erinnert hat. Und ich sage euch auch warum. Die haben da zum Beispiel ganz viele Seilzüge. Ja, es gibt, wenn du zum Beispiel mit deinem Fahrzeug um die Ecke kommst, dann hast du da so einen Eimer. In diesem Eimer schläft eine Katze und das wackelt alles so ein bisschen. Das hängt an einem Seil, was aber der Fahrgast in dem Moment nicht weiß. Diese Konstruktion wackelt, weil dieser Eimer mit der Katze drin gerade das Gegengewicht war, um eine andere Tür, wo gerade ein anderes Fahrzeug durchgefahren ist, wieder zuzuziehen. So zum Beispiel, ja. Also die haben da wirklich so improvisiert möchte ich nicht sagen, aber die hatten da wirklich ganz viele originelle Ideen, um natürlich auch Geld zu sparen. Sie haben es aber eben wirklich selbst gestaltet, von diesen 5 Drachenfiguren natürlich abgesehen. Und ja, es ist ja auch ein Onboard-Sound dabei, da musst du natürlich ein bisschen investieren, muss ja einer besprechen und alles muss natürlich abgestimmt werden. Diese ganzen Abstimmungsarbeiten sind ja auch sehr aufwendig und es ist ja so, dass sich auf der Strecke selbst kein Fahrzeug begegnet. Also dann ist es so, dass ein Fahrzeug gerade irgendwo verschwindet und in diesem Moment kommt das andere Fahrzeug ums Eck und man sieht sich aber nie gegenseitig. Also das ist wirklich so ausgeklügelt gemacht. Toll. Du hast sogar eine kleine Pre-Show. Es kommen ja maximale in diesen Pre-Show-Raum, sage ich jetzt mal, maximal 4 Leute rein. Das funktioniert über ein Drehkreuz, was das mitzählt. Dann hast du da so eine Animatronic, die dich kurz einweist. Es ist in dieser ehemaligen Scheune halt auch sehr eng. Aber die Streckenführung in diesem Dark Ride ist so gut gelungen. Und dadurch, dass diese Fahrzeuge ja dann auch mal einen Kreis fahren können oder vorwärts, rückwärts fahren können, nutzt du den Raum da wirklich super aus. Hat mir echt gefallen. Ja, du wirst dann eingewiesen von dieser Animatronic, da wird explizit darauf hingewiesen, dass du natürlich nichts anfassen sollst, du kommst ja ganz nah ran an die ganzen Sachen. Ja, steigst du ein,
denkst dir auch, huch, hier ist ja keiner, steigst du einfach ein in dieses fahrende Sofa, Bügel ran und dann geht die Fahrt los. Auch mit, auch so Vorhänge mit Seilzügen, das sieht ganz edel aus, also wirklich schick gemacht und natürlich, die erweitern das ja immer noch. Warum erinnert mich das so an meine Kindheit? Ich habe tatsächlich zu Hause, so, und lacht jetzt bitte nicht, nein, ihr könnt auch lachen, ist egal. Ich war ja als Kind schon so ein bisschen geschädigt, was Achterbahn oder auch Geisterbahn angeht. Es war mal so eine Phase von mir, da habe ich Geisterbahn total toll gefunden. Da war ja auf der Kirmes dann auch die erste dreistöckige Geisterbahn, was weiß ich. Und das war ja damals noch pompöser als heutzutage. Heute bist du ja so Großfahrgeschäfte gewohnt. Das sah vor 35 Jahren noch ein bisschen anders aus, ne? Da standst du davor und hast mächtig gestaunt. Und ich wollte dann immer meine eigene Geisterbahn haben. Das ging nicht. Wie soll ich in meinem kleinen Kinderzimmer, was ich damals hatte, eine Geisterbahn installieren? Also habe ich einen Geistergang gemacht. Und dafür musste ich aber aus meinem Kinderzimmer einen Rundgang machen. Ich hatte immer so ein Sideboard, also so ein seitliches Regal an der Wand stehen. Das habe ich dann immer vorgerückt in die Zimmermitte. Und um dieses Regal konnte man dann halt eben rumgehen. Es war dann halt eben einmal so ein Rundkurs in meinem Zimmer. Und alles funktionierte mit Seilzügen. Und ich hatte das Glück, ich hatte genau mittig im Zimmer eine alte Esszimmerlampe hängen. Und diese Esszimmerlampe hatte einen Lampenschirm. Der war am unteren Rand von diesem Lampenschirm, waren überall Löcher drin. Einmal rundherum. Es waren bestimmt so 18 Löcher oder so. Und da konnte ich dann die einzelnen Fäden, die Seilzüge so durchziehen. Ich konnte das sogar richtig schön ordnen, ja, weil das ja war ja halt so ein Kreis. Konnte er das richtig schön ordnen. Als mein Vater gesehen hat, was ich da mache, ist er einmal mit der Leiter hoch, hat nochmal die Dübelkonstruktion da kontrolliert, ob die Lampe auch nicht runterkommt, wenn da verschiedene Sachen dranhängen. War aber alles in Ordnung, ist auch nie was passiert. Ja, und ich habe dann immer, weil wenn die Gäste, also Tante, Onkel, die Eltern, irgendwelche Freunde, wenn die da durchgegangen sind oder durchgehen mussten, ob sie wollten oder nicht, dann habe ich immer die Tür aufgemacht zu meinem Kinderzimmer. Und dann stand ich hinter der Tür, also zwischen Wand und Tür war ich da so ein bisschen eingeklemmt. Und da war aber so dann meine Schaltzentrale. Die Fäden führten alle dann dahin. Ich habe natürlich mit Pappe dann sowas gebaut, wo dann sechs Effekte irgendwie. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wusste natürlich genau, welcher Faden welchen Effekt auslöst. Ging ja auch der Reihe nach. Ich musste halt nur wissen, wann ich den auslöse. Habe halt immer gesagt, ihr dürft nicht zu schnell durchs Zimmer rennen, weil sonst bist du ja in 5 Sekunden einmal rum. Bin sie da immer langsam durch und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles mir ausgedacht hatte. Ich weiß nur, einmal schnellte immer so ein Geist, die habe ich ja alle aus Pappe gebaut und was weiß ich, schnellte so hervor. Und das war tatsächlich ein Effekt, wo die sich dann immer noch ein bisschen erschrocken haben. Ansonsten haben sie auch oft nur so getan, als ob sie sich erschrecken. Klar, ich war ja ein Kind. Ja, aber das habe ich sehr gerne gemacht. Und ich habe diese Idee tatsächlich, das ist jetzt 5 Jahre her, meine ich, vor 5 Jahren zu Halloween nochmal aufleben lassen, extra für meine Tochter. Nur natürlich nicht in meinem alten Kinderzimmer, das habe ich ja nicht mehr, sondern in unserer Wohnung. War natürlich ein bisschen mehr Platz. Da wollte ich unbedingt, hat sich Lilly auch gewünscht, mal so ein Halloween-Gruselhaus nachmachen. Dann waren wir damals bei Teddy und bei Kick und all diesen Läden und haben so Halloween-Artikel eingekauft. Die sind ja nicht ganz so teuer, ist ja alles nur Pappmaché oder Styropor oder so. Einen Grabstein gekauft, einen Geist gekauft, sogar so künstliche Spinnenweben gekauft und eine große Spinne für die Wand und alles Mögliche. Das sind ja alles so Cent-Artikel, die du ganz klein zusammenknautschen kannst, aber die kannst halt eben dann auch ganz groß machen und wenn dann so eine große schwarze Spinne an der Wand hängt, das macht schon Eindruck. Dann habe ich bei uns in der Küche beispielsweise auch unsere relativ längliche Bar so ein bisschen in die Mitte geschoben, dann hat's die eben auch in der Küche so einen Rundgang. In unserer Badewanne habe ich damals so Kunstblut also reingespritzt und ein Messer reingelegt und alles so ein bisschen gruselig gemacht. Bei meiner ersten Version habe ich tatsächlich anstatt Kunstblut Ketchup genommen. Falls ihr mal sowas vorhabt, nehmt kein Ketchup. Es sieht aus wie Blut, aber Ketchup riecht. Ihr riecht das schon bis ins andere Zimmer, dass irgendwo Ketchup verschüttet wurde. Also das kann ich nicht empfehlen. Ja, und das Fieseste war, es war natürlich dann dunkel in der Wohnung, nur so viel Licht, wie es brauchte. Ich habe sogar manche Fenster abgehangen, allerdings ist es ja dann Ende Oktober, wo Halloween ist, nicht mehr so das Problem. Ab einer gewissen Zeit ist es ja dunkel.
Dann habe ich eine Gruselmusik aufs Handy geladen und unser Flur in der Wohnung ist relativ zentral. Das heißt relativ, er ist zentral und wir haben auch so einen quadratischen Flur. Also nicht so eine lange Röhre. Das ist ganz cool, wenn du da mal mit 4, 5 Leuten stehst, trittst du da nicht auf die Füße rum und kannst trotzdem noch überall reingehen. Ja, und das war so der Dreh- und Angelpunkt. Und da habe ich das Handy hingelegt, eine Horrormusik laufen lassen. Das funktionierte richtig gut, das halte alles so. Dann habe ich mir sogar Tage vorher einen richtigen Plan gemacht, weil ich die ja irgendwie lotsen musste, dass sie da nicht total konfus durch die Wohnung laufen. Also die mussten ja irgendwie von einer Ecke in die nächste gelockt werden. Hat dann auch alles geklappt. Und ich habe dann zu einem Überfluss mich noch in Schwarz gekleidet, mir so eine Scream-Maske gekauft, eine Taschenlampe dazu und habe dann Lilly immer erschreckt mit Huahaha. Und die hat sich so verjagt. Immerhin, 2 Minuten hat sie durchgehalten. Und nach 2 Minuten hat sie gesagt, hör auf, ich habe Angst. Und meine Frau dann auch, lass gut sein, sie mag nicht mehr. Ja, aber diese 2 Minuten Horror sind im Gedächtnis geblieben. Wir haben das auch alles so gestaltet, dass das schnell aufzubauen und schnell abzubauen war. Also ich habe mir dann richtigen Plan gemacht und ja, war mal so eine Idee. Also mit ein bisschen Investitionsvolumen und ein paar Ideen kann man tatsächlich... Ja, stellt euch mal vor, ihr habt ein Haus oder irgendwie sowas. Oder es gibt ja auch solche Halloween-Partys zwischen Familien, wo sich dann die Familien mit Kindern treffen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann baut euch sowas vielleicht mal auch. Gerade wenn die Kinder dann vielleicht nicht mehr 7, sondern schon ein bisschen älter sind, 9 oder 10. Das ist für die, glaube ich, echt eine Gaudi, wenn ihr euch mal die Mühe macht, sowas umzusetzen. Wirklich. Also kann ich nur jedem empfehlen. So, jetzt sind wir aber wieder abgeschweift, wa? Zurück in den Magic Park. Ja, mit Drachenmagic soll jetzt mal reichen. Ich habe euch da genug drüber erzählt. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieses Videos. Der Magic Park hat noch mehr zu bieten. Er hat zum Beispiel auch eine kleine Schiffsschaukel, self-operated. Das heißt, da gibt es keinen Ride-Operator. Das können die Fahrgäste selbst machen. Passen trotzdem einige Leute rein in die Schiffsschaukel und die haben da auch ordentlich Spaß drauf gehabt. Direkt hinter der Schiffsschaukel sind so Eisenbahnschienen. Auch um so eine Naturinsel drumherum. Und auf dieser Eisenbahnschiene ist eine Lore drauf. Da kannst du jederzeit draufsteigen und mit so 2 Handkurbeln kannst du die antreiben. Das Teil ist außerordentlich beliebt. Das macht nämlich auch Spaß. Wir waren auch froh, als die mal leer war. Wir sind ja gleich drauf. Ah, das sind alles so die kleinen Freuden in diesem Park. Das sind so, das haben andere Parks halt nicht, ne? Du kannst da halt vieles entdecken und so diese ganzen Kleinigkeiten sind im Grunde nochmal so viel wert wie eine Großattraktion. Ich sag's euch wirklich, das ist so das Schöne an diesen kleinen Freizeitparks, die halt aber ihren Spaß nicht aus einer Großattraktion holen, sondern einfach, die halt eben Abwechslung haben, die dir einen spaßigen und gleichzeitig auch stressfreien Tag präsentieren, denn du hast da ja einfach nicht diese astronomischen Wartezeiten. Du hast da auch einfach Leute, die, entschuldigt bitte, die nicht ihr Gehirn am Haupteingang abgegeben haben, weil sie völlig adrenalingeladen sind, weil sie völlig überfordert sind von irgendwelchen Großattraktionen, weil die dann auch wirklich sämtliches Benehmen zu Hause gelassen haben, was ich persönlich immer überhaupt nicht verstehe. Aber du brauchst keine Angst haben, in diesen kleineren Parks wirst du da nicht weggedrängelt. Und da hast du auch einfach diese Frustmomente nicht. Also in großen Parks, ich freue mich immer hinzugehen. Ich freue mich aber nicht unbedingt immer über diese ganzen Momente, wenn dich wieder irgendeiner ärgert oder nervt oder anrempelt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir hier heute nicht besprechen. So ihr Lieben, dann werde ich euch nochmal sagen, wenn es euch interessiert, warum ich aktuell die großen Freizeitparks nicht besuche, regelrecht meide und warum nicht ganz so viele Videos online kommen. Das ist jetzt keine doofe Ausrede, was ich euch erkläre. Ich wollte es euch einfach nur mal sagen. Also ich will damit sagen, mein Kanal geht natürlich weiter, aber es gibt halt eben solche Zeiten und solche Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich arbeite in der Medizin. Viele Abonnenten wissen das. Ihr habt sicherlich auch gehört, dass es jetzt im Grunde nach der Pandemie doch ganz, ganz viel Personalengel gibt in der Medizin. Das ist also kein spezielles Problem meiner Arbeitsstelle. Das ist einfach, wie es ist. Trotzdem müssen die Patienten, die leider mehr geworden sind, gut versorgt werden. Und um das aufrechtzuerhalten, müssen wir schon sehr viel Energie in diesen Beruf reinstecken. Das ist jetzt nicht nur platt dahergesagt, es ist einfach so. Man muss wirklich auf sich achten. Wir brauchen unsere Ruhezeiten, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Denn wenn einer von uns ausfällt, ist das, entschuldigt das Wort, es ist einfach scheiße. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit der Arbeit dann. Es ist gar nicht zu leisten. Wir sind auch eine Handvoll Leute, leisten da gute Arbeit. Und damit das so bleibt,
müssen wir ein bisschen auf uns achten und unsere Ruhezeiten auch bekommen. Wir werden ja alle nicht jünger. Und Gott sei Dank haben wir einen guten Arbeitgeber, der auch uns diese Ruhezeiten lässt, der uns sehr entgegenkommt, der uns wertschätzt, der nicht sagt, du musst noch mehr arbeiten, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein, die sind froh, dass wir noch da sind, das merkt man auch. Und da kann man auch wirklich niemandem einen Vorwurf machen. Ich habe ja auf meinem Handy Wartezeiten-Apps von Freizeitparks. Heidepark, Moviepark, Toverland, Efteling, sowas. Und da gucke ich jeden Tag rein. Und ich beobachte, weiß nicht, ich habe so eine Zahlenaffinität und ich kann immer sehr viel ablesen aus solchen Zahlen, also auch so Besucheraufkommen, Vorlieben, Abneigungen, Verhalten der Gäste innerhalb des Parks. Manchmal ist es auch auffällig, dass die Wartezeit hochhüpft, dann hat man auf einmal vielleicht nur einen Einzugbetrieb. Also man kann da schon ein bisschen was dran ablesen. Aber in den letzten Wochen, also eigentlich nach den Sommerferien, ist das so richtig schlimm geworden mit den Wartezeiten. In den Sommerferien ging es ja fast noch. Ja, gerade an Samstagen, an Sonntagen nicht so, an Samstagen sind die Wartezeiten sowas von astronomisch. Im Heidepark auch 70, 80, 90 Minuten. Dasselbe Spiel im Moviepark. Dasselbe Spiel, na nicht ganz so schlimm, in Toverland Efteling ist es nicht ganz so schlimm. Aber, da wir dieses Jahr keine Jahreskarte vom Heidepark zum Beispiel haben, ich habe keinen Bock, da hinzufahren für wieder über 100 Euro und was weiß ich. Und dann da 70, 80, 90 Minuten anzustehen und einmal Kolossos Flug der Dämonen zu fahren. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Das mochte ich noch nie. Ich bin da leider sehr verwöhnt. Wir versuchen das ja immer zu managen, dass wir Tage nehmen, wo die Wartezeiten nicht so hoch sind. Und jetzt der Besuch am Sonntag im Magic Park hat ja wunderbar geklappt. Das war ein ganz toller Tag. Hat leider dann irgendwann in Strömen geregnet. Wir mussten abbrechen, aber wir waren durch. Also aber alles in Ordnung. Eine private Sache. Ich werde genau heute in einer Woche nochmal operiert im Bauchbereich. Das ist ein weiterer Grund, weshalb die letzte Großattraktion der Ride to Happiness war, die ich fahren konnte. Während der Fahrt da habe ich es dann schon immer ganz schön gemerkt. Ja, also das, was da ist, muss jetzt erstmal operiert werden. Mir passiert schon nichts, keine Sorge, aber danach bin ich erstmal 2 Wochen außer Gefecht gesetzt. Also zumindest soll ich mich 2 Wochen schonen, das muss vernünftig verheilen. Und nach diesen 2 Wochen, die ich ja dann höchstwahrscheinlich krankgeschrieben werde, habe ich Urlaub. Das habe ich aber nicht mit Absicht so gelegt, denn der Urlaub steht ja schon lange fest. Nur ich musste gucken mit meinem OP-Termin. Ich habe ja leider auch noch Heuschnupfen im Sommer und ich hatte so eine ähnliche OP schon mal. Und zwar damals im Frühling. Als ich dann nach dieser OP zu Hause war und genesen bin, hatte ich Heuschnupfen. Und es zerreißt dich vor Schmerzen, wenn du niesen oder husten musst. Leute, das ist ein Schmerz. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal alle Gründe genannt. Ach nee, ein Grund fehlt noch. Ich habe so ein altes Hobby wieder entdeckt, das leider auch ein bisschen Zeit beansprucht und das mich doch tatsächlich ganz arg vom Filmeschneiden abhält. Ich bin seit meiner jüngsten Kindheit Schachspieler. Nicht regelmäßig, auch nicht im Verein, aber ich liebe das. Das ist so dieses, ich kann mich da immer wieder drin verlieren. Für einen Schachclub hätte ich gar keine Zeit, weil ihr wisst ja selber, wenn ihr Schach spielt, so ein Spiel, das kann schon mal dauern. Die Zeit habe ich nicht. Ich habe aber die Zeit, wenn ich dann abends halt da sitze und eben keine Filme schneide, mich dann in so einem Schachbrett mal zu verlieren oder auch mal ein Lehrbuch parallel dazu zu lesen und mir das alles wieder ein bisschen anzueignen, mich zu verbessern im Spiel und so. Ja, dafür kann ich mich begeistern. Das kam jetzt so vor 3-4 Wochen gerade wieder hoch. Vielleicht schon ein bisschen länger her. Ich bin gerade so ein bisschen wieder im Schachmodus. Heute hat das Video hier Priorität. Also ich will das heute schneiden und dann morgen wahrscheinlich hochladen. Ein bisschen Zeit beansprucht das ja doch. Es ist jetzt nämlich schon 17 Uhr. Ei, jetzt laber ich jetzt schon eine Stunde hier, Leute? Ja, fast eine Stunde. Oh, dann sollte ich jetzt vielleicht mal zum Ende kommen. Solche Parks wie der Magic Park sind ja immer interessant für die Altersgruppe 0 bis 10, sage ich mal. Die Kinder finden das ja immer toll. Oh, eine Riesenspielwiese. Die Eltern finden es ja meist auch gut. Häufig ja auch der Familienpapa. Die Männer sind ja immer ein bisschen verspielter, was das angeht. Und gerade Väter, die ansonsten überhaupt nicht freizeitparkaffin sind, die sich damit gar nicht beschäftigen, wie wir das tun, die sind da ganz gut aufgehoben. Denn im Magic Park gibt es ja Fahrgeschäfte, wo man sich dann auch mal reintraut. Ja, so wenn du ewig keine Sachen gefahren bist, dann sind die großen Parks ja nicht unbedingt geeignet dafür, weil da ja Fahrgeschäfte stehen, wo du gleich denkst, okay, ich hätte eigentlich gerne erstmal ein bisschen kleiner angefangen. Kann ich ja auch verstehen, ist ja nicht jedermanns Sache. Magic Park, super geeignet.
So, dann werden die Kinder älter, kommen irgendwann in die Pubertät, in die Flegelphase, wie auch immer man das nennen will. Also spätestens mit 12 Jahren ist der Park dann, oh, was will ich denn hier? Ja, mit 20 hat sich das vielleicht auch noch nicht geändert. Mit 25, naja, es hängt dann davon ab, wann man sesshaft wird, vielleicht eigene Kinder hat. Das kann ja mit 25 sein, das kann auch erst mit 40 sein. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber irgendwann findet man dann diese Parks auch wieder schön. Ich komme bestimmt mal wieder, der hat mir nämlich wirklich gefallen. Da möchte ich nochmal das ein oder andere machen in dem Park. Vielleicht auch mal an einem leeren Tag irgendwie so, dass ich mal diese Drachen-Magic, diesen Trackless Dark Ride öfters nacheinander fahren kann. Also da gibt es noch einige Sachen, die mir vielleicht noch fehlen. Ja, ein toller Park. Ich kann es nicht anders sagen. Ich verstehe auch dieses ganze Gemecker nicht. Ich verstehe, das muss ich auch nochmal sagen zum Schluss, obwohl wir dann jetzt langsam wirklich zum Ende kommen. In der heutigen Zeit des Internets, Social Media, was weiß ich, du kannst dich innerhalb von 20 Sekunden über Google über einen Park informieren. Dann siehst du, wie weit ist er weg, wie viel kostet es, was bietet er für Attraktionen an und auch was für Größen- und Altersbestimmungen hat diese Attraktion. Man kann sich über den Park informieren und dann kann man schon eine meiner Meinung nach sehr gute Einschätzung haben, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Ob man bereit ist, das Geld zu investieren, ihn sich mal anzuschauen oder eben nicht. Und insofern sind mir Leute, die im Vorfeld schon sagen, Mensch, ich habe mir das mal angeguckt online und der Park ist nichts für mich. Diese Leute finde ich wesentlich angenehmer als die Leute, die sich nicht informieren, dann aber in so einen kleinen Freizeitpark hinfahren, denken, sie landen im Phantasialand oder im Europapark und dann den ganzen Tag im Park rummeckern und hinterher sich noch im Internet negativ über die Parks auslassen. Das finde ich ganz großen Mist. Leute, Freizeitpark, seid doch froh, dass es sowas heutzutage überhaupt gibt. Ich hasse Leute, die immer nur meckern, ja. Ich auch gerade so, ich bin ja immer ganz skeptisch, wenn ich irgendwo eine Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon oder auch auf Google in den Bewertungen habe, werde ich immer schon skeptisch, weil so schlecht kann ein Park nicht sein. Ja, meistens hast du dann auch nur Gemecker und Vorhaltungen und die werden dann persönlich und die Schuld liegt immer beim Park und was weiß ich. Und dann nur ein Stern, dann weißt du eigentlich immer schon Bescheid, ja komm, das ist ein Meckerpot. Die Leute, die wirklich was kritisieren, die vergeben dann meistens doch mehr Sterne, weil sie halt ganz sachlich argumentieren und halt eben auch noch die guten Seiten eines Parks sehen. Diese Kritik kann ich dann schon deutlich eher annehmen, aber insgesamt sind diese Meckerfritzen in diesen ganzen Foren auf diesen Plattformen einfach viel zu viel. Meiner Meinung nach sollte man da echt einen Filter installieren. Und wer da zwei- oder dreimal nur so ein Schnodder produziert an Kommentaren, den sollte man echt sperren und weg. Keine Ahnung. Also ich diskutiere mit solchen Leuten auch gar nicht. Ist mir zu blöd, die wollen sich auch gar nicht überzeugen lassen. Du kannst ja mit Kindern besser diskutieren als mit vielen Erwachsenen. Ja? Ein Kind denkt ja noch nach über das, was du sagst. Ja? Oder geht in sich. Muss dem Kind natürlich auch zuhören und das ernst nehmen, keine Frage. Aber manche Menschen entwickeln sich echt im Laufe ihres Lebens sowas von zurück, das finde ich einfach nur armselig. So, jetzt wollen wir aber fröhlich schließen. Magic Park, ihr seid richtig gut, macht weiter so, hat mir mega gut gefallen bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.